Einem Jäger mit eurem Ruf sollte dieses Kemono keine Probleme bereiten. Wie gesagt, bitte überbringt Susurant unverzüglich die Materialien.
erfolgreiche Arbeit. Bitte bring die Materialien zu Susuran. Perfekt. Ich werde diese guten Neuigkeiten überbringen. Materialien. Wunderbar. Ihr kommt gerade recht. Aber ich kann mich nicht erinnern, euch darum gebeten zu haben. Ichi? Seltsam. Ich habe nur wenigen Leuten davon erzählt. Ich frage mich, wie er davon erfahren hat. Das macht nichts. Ich vermute, er behält seine Gründe für sich. Es hat also keinen Sinn, euch auszufragen. In der Tat gibt es einige Merkmale der Kemono, die ich zu erforschen gedenke. Doch meine Beobachtung erweist sich als unzureichend. Ich habe vorgeschlagen, die finanziellen Mittel der Stadt für den Kauf der Materialien zu nutzen, die ich für meine Experimente benötige. Aber die Ältesten weigerten sich. Ich habe mir das Hirn zermartert und versucht, Alternativen zu finden. Doch was ihr mir gerade gebracht habt, ist genau, was ich brauche. Ihr ahnt nicht, wie dankbar ich bin. Bitte lasst Ichi wissen, wie sehr ich diese Hilfe zu schätzen weiß. Stellt euch nur dem unerschöpflichen Quell des Wissens vor, den wir aus den Experimenten schöpfen könnten, die mir vorschweben. Ihr habt die Materialien also geliefert. Vielen Dank. War Susuran denn überrascht? Damit hatte sie sicher nicht gerechnet. Ah, das dachte ich mir. Vielleicht sollte ich mich erklären. Die Prinzessin hat mich angewiesen, dies für sie zu erledigen. Offensichtlich hatte sie irgendwie von Susurans misslicher Lage erfahren. Euer Lohn wird direkt aus dem Geldbeutel von Prinzessin Toga bezahlt. Obgleich ihr nur wenige Mittel zur Verfügung stehen. Ihre Gedanken kreisen ständig um Minato. Und darum, wie sie der Stadt helfen kann. Jedoch nicht öffentlich. Es wird dem Argo-Clan missfallen, wenn ich nicht mit Umsicht handle. Und die Ältesten lassen sich nicht gern von einem kleinen Mädchen belehren. Sie äußert oft solche Bedenken. Es schmerzt zu sehen, dass ihr gutes Herz unbemerkt bleibt. Ich fand, ihr solltet davon zumindest wissen. Auch wenn ich dafür mein Versprechen an Prinzessin Toga brechen musste. Ich hoffe, sie wird mir vergeben. Behaltet es trotzdem lieber für euch. Eure Belohnung wären unsere... Ja, Schloss O. Diese Aufzeichnungen repräsentieren jeden Schritt eurer Reise als Jäger in diesem Land. Hmm?
Thank you.
Materialien eines Lava-Rücken für meinen Prototypen. Ich belästige euch damit nur ungern, aber ihr werdet mir eine große Hilfe.
Thank you.
ihr seid das! Habt ihr das Kimono wirklich erlegt? Moment, ist das etwa ein Relikt von der Seeleninsel? Aus der Zeit, als da noch Menschen lebten? Ich habe so etwas noch nie gesehen. So klein und rund. Ich frage mich, wozu es einmal diente. Opa meinte, dass er mal eine wirklich komische, kleine und runde Kreatur gesehen hat. Damals, als er noch Händler war. Vielleicht ist das eine Nachbildung. Na egal, es wurde definitiv von Menschenhand geschaffen. Vielen Dank, dass ihr mir das Relikt gebracht habt. Ich frage mich, was die Menschen in Minato damals mit den Menschen auf der Insel gehandelt haben. Und wann hat dieser Handel aufgehört? Und ab wann lebten keine Menschen mehr auf der Insel? Opa meinte, er hätte mal seinen eigenen Opa gefragt. Und selbst der hätte das nicht gewusst. Vielleicht war das Seelenrad wie eine Art Leuchtfeuer, sodass die Menschen von der Insel Minato finden konnten. Was? Ihr seid von der Jagd zurück. Was meint ihr damit? Ach ja, natürlich, natürlich. Die Kimono-Materialien, um die ich euch gebeten hatte. Ihr seid wirklich sehr hilfsbereit. Hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch Jagende mit der Beschaffung von Materialien beauftragen würde. Vor vielen Jahren waren in Minato zahlreiche gute Jäger zu finden. Es mangelte uns nie an Materialien. Aber die Jäger wurden immer weniger. Und so gingen uns auch Stück für Stück die Materialien aus. Deswegen gibt es hier kaum noch Handwerker. Hier wurde immer alles von Generation zu Generation weitergegeben. All das Wissen. Ohne die Eltern war's das. Aber was könnten wir dagegen tun? Diejenigen von uns, die der Gilde noch geblieben waren, hatten schwarz gesehen. Aber dann erschien der junge Yataro. Er ist unsere Zukunft. Und jetzt seid auch noch ihr uns in den Schoß gefallen. Vielleicht haben die Götter Mitleid mit uns bekommen. Ihr wart jedenfalls eine große Hilfe. Aber denkt bitte daran, das für euch zu behalten, ja? Ich glaube, seit dem Fall der alten Festung ist niemand dort. Ihr habt die Materialien der Lavarücken mitgebracht. Ich muss sie unbedingt ausprobieren. Entschuldigt mich. Hey, Natsume, sind die Reparaturen fertig? Oh, sie ist gar nicht hier. Ah, lasst mich raten. Sie bastelt mal wieder an Karakuri herum. Wenn sie erst einmal damit anfängt, bekommt man sie nicht so leicht davon los. Sie war schon immer von Karakuri fasziniert. Das hat sie wohl von ihrem Vater. Naja, ich erinnere mich leider kaum an ihn. Er ist schon vor langer Zeit von uns gegangen. Aber er war angeblich der beste Schmied in ganz Minato. Besonders wenn es um Karakuri und Waffen ging. Scheinbar waren seine Erfindungen damals unter den Jägern sehr begehrt. Seine Frau, Natsumes Mutter, verstarb bereits sehr früh. Die Schmiede war wohl sein Lebensinhalt und so wuchs Natsume umgeben von Karakuri auf. Aber eines Tages funktionierten die Karakuri, ob groß oder klein, einfach nicht mehr. Einfach so. Das muss ihn am Boden zerstört haben. Deshalb seid ihr auch so wichtig für Natsume. Ihr habt die Karakuri in der Stadt wieder zum Laufen gebracht. Oh, ihr seid schneller zurück, als ich dachte. Tut mir leid, ich habe völlig vergessen, euch das zu geben. Ich hatte euch eine Gegenleistung versprochen. Schon vergessen? Ich glaube, ich werde meine Ideen dank eurer Materialien umsetzen können. Aber dafür werde ich hart arbeiten müssen.
Also bitte entschuldigt mich. Hey, wartet! Natsume! Und schon ist sie wieder weg. Tja, da kann ich die Reparaturen wohl vergessen. Ah, ihr seid es. Sehr gut. Die Boote können jetzt wieder ungehindert an der Insel vorbeifahren. Wir beziehen viele Güter aus dem Norden. Kleidung, Netze und so weiter. Wenn die Schiffe nicht durchkommen, ist das eine Katastrophe für Minato. Wegen der rauen See und der Kemono ist es hier nicht leicht für Schiffsbesatzung. Aber die Stadt kann auf die Handelsschiffe nicht verzichten. Und auf Jagende wie euch auch nicht. Jeder einzelne von euch leistet hervorragende Arbeit.